Auch von meiner Seite, wunderschönen Vormittag. Mein Name ist Oliver Kraucher. Ich bin im Produktmanagement der Green.ch zuständig für den Bereich Connectivity, Data Center und eben auch Cloud Services. Gemeinsam mit Dieter Brack, der im Pre-Sales arbeitet, werden wir Ihnen heute ein bisschen was von unseren Produkten zeigen, und zwar ganz konkret von unserer OpenStack Flex Cloud. Vielleicht auch noch bezüglich der Marketing-Thematik. Also wir haben jetzt OpenStack bewusst in den Produktnamen hineingegeben, damit auch dann wirklich der End-User auch schon bei der Wahl des Produktes sieht, okay, es handelt sich hier um OpenStack und damit auf Open-Source-Anwendungen. Das heißt, auch von uns hier Bedacht darauf gelegt. Ich möchte vielleicht ein paar Worte noch zu Green sagen. Ich hoffe, jeder von Ihnen kennt Green. Einfach nur zwei Slides mit allgemeinen Informationen. Die wesentlichen Themen heute sind ganz sicherlich, dass ich Ihnen etwas sage, wie Green eigentlich zu dem Entschluss gekommen ist, sich für Cloud zu interessieren, aber auch viel mehr, wie hat sich Green jetzt dazu entschieden, auch auf Open Source zu bauen. Das heißt, da sehen wir ganz klar dann auch bezüglich der Markt-, Datenschutz- und auch der jeweiligen Produktdetails. Und wir gehen heute in das maximale Risiko, dass wir eine Live-Online-Präsentation durchführen auf einem fremden Rechner, auf einem Shared-Netzwerk. Also wir werden mal schauen, ob das gut kommt. Ich würde gleich mal direkt in die Unternehmensthematik hineingehen. Green.ch oder Green als Gruppe an und für sich, ein Schweizer Unternehmen, bietet Services im Telekommunikationsbereich für sowohl privat als auch Unternehmen an. Wir reden hier von der Green.ch und der Green Data Center AG. Das sind zwar zwei Unternehmen, aber sind gemeinsam geführt. Das heißt, es wird alles aus einer Hand geliefert. Green.ch ist eher präsentant als Internet Service Provider, sehr stark eben auf Connectivity und Hosting Services, eben auch auf Cloud Services, und Green Data Center, Konzentration mehr auf Data Center. Das sind quasi die Schwerpunkte von Green.ch oder von Green allgemein. Hier noch ein paar Zahlen und Fakten von unserer Seite. Also wir haben so rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, 100.000 Kunden, das ist so eine ungefähre Handzahl, also ein ungefährer Bereich von Kunden in 60 Ländern, sehr stark mit VPN-Connectivity. Dann als Schweizer Unternehmen auch einen Schweizer Firmensitz in Bruck im Aargau und aufgrund von gewissen Produkten auch Niederlassungen in China. Aber eines der wichtigsten Themen, das sehen wir dann nachher auch dann gleich direkt von den Cloud Services, sind unsere Data Center. Wir haben 5 Data Center, eigene Infrastruktur, alles in der Schweiz. Und das ist eins der Themen, die extrem relevant ist, dann eben auch bei Gesprächen mit Interessenten und mit Kunden. Da kommen wir dann nachher noch dazu. Gut, Markt- und Trendanalyse. Da möchte ich wir können also all die Themen leider nur ganz, ganz grob streifen. Also auch das Thema Datenschutz ist auch ein Thema, das ich einfach nur punktuell hier erwähnen möchte. Wir werden dann nachher noch gerne Rede und Antwort stehen für gewisse Details. Bevor ich im Markt und Trend einsteige, vielleicht noch ganz kurz einen Überblick. Wir hatten ja schon einen kleinen Einstieg von Herrn Brunner von der Swisscom, was die Thematik betrifft. Wir gehen hier jetzt wirklich konkret auf ein Produkt ein und unsere Erfahrungen mit dem Produkt, unsere Erfahrungen auch von Interessenten. Und einfach nur, damit wir hier auch von den richtigen Bereichen sprechen, also Cloud kann man dementsprechend differenzieren, unterschiedliche Bereiche. Das ist der Laserpointer, ja. Das heißt, abhängig davon, was der Kunde selbst verantwortet oder was jetzt der Provider oder Anbieter verantwortet, gibt es unterschiedliche Modelle. Da gibt es zum Beispiel das Software-as-a-Service-Modell, wo wirklich Software-Applikationen an den Endanbieter serviciert werden. Da hätten wir zum Beispiel Hosted Exchange als Beispiel im Produktportfolio. Platform-as-a-Service, wo dann quasi eine Entwicklungsplattform angeboten wird. Da hat Green selbst jetzt aktuell kein Produkt, aber in der Zusammenarbeit mit Puzzle entsteht eine Puzzle Pass, wo wirklich das Ganze auch auf OpenShift und auch auf Open-Source-Technologie aufgebaut wird, die wiederum jetzt genau auf unser Kernprodukt aufbaut, nämlich auf Infrastructure as a Service mit der OpenStack Flex Cloud, die ich jetzt heute präsentieren werde. Das heißt, wir liefern mit dem Produkt genau bis inklusive exklusive Betriebssystem. Alles darunterliegende wird von Green serviciert und wird direkt von uns verwaltet, und alles darauf aufbauende ist dann quasi in der Verantwortung des Kunden. Gut, was hat das mit Markt und Trend zu tun? Aus dem Grund möchte ich einfach die Abgrenzung machen. Wir beschäftigen uns jetzt hier beim heutigen Vortrag rein von der OpenStack Flex Cloud Infrastructure as a Service. Das ist das Thema von der Präsentation. Und wenn wir hier auf Markt und Trend gehen, wir haben hier unterschiedlichste Studien. Eine der aussagekräftigsten ist sicherlich die von Gartner.
Wir haben hier den weltweiten Infrastructure-as-a-Service-Markt dargestellt und wir sehen einfach auch, dass es sich hier bei Cloud nicht um einen einmaligen Hype handelt, der vielleicht vor 2 Jahren stattgefunden hat, sondern es wirklich ein Paradigmenwechsel ist, wo von der traditionellen IT hin zur Cloud-Infrastruktur gewechselt wird. Und man sieht das hier anhand des Infrastructure-as-a-Service-Marktvolumen, wo wirklich jetzt mal hier als Grundbasis 2013 mit 9,3 Milliarden Dollar sieht man, dass auch 2014 das Ganze nochmal um quasi 50% erhöht wird, bis 2016 das Dreifache erhöht wird. Das heißt, man sieht hier extrem viel Potenzial. Und das war auch ausschlaggebend für Green, dass die Entscheidung gefallen ist, dass eben die Kernkompetenzen Data Center und Connectivity quasi in die Cloud-Strategie, in die Cloud-Struktur hineinwandert. Und das ist der Grund, warum wir auch heute Cloud-Services präsentieren können, weil wir einfach auch erkennen, dass der Markt auch in der Schweiz reif ist, dass Kunden permanent oder Interessenten permanent anfragen, was diese Services betrifft. Und wir kennen auch selbst auch intern dementsprechende Vorteile. Ich glaube, für uns wichtiger ist sehr stark auch der Schweizer Markt. Wir haben hier noch mit der Unterstützung von MSM Research ein paar Schweizer Folien zum Präsentieren. Auch hier, das Bild ist de facto dasselbe wie international, also weltweit. Wir sehen hier Wachstum von Infrastructure as a Service mit knappen 40%, Volumen bei ca. 200 Millionen Franken. 2013 war das jetzt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man sich jetzt das hier anschaut, nämlich die Wachstumsrate am Schweizer ICT-Markt, dann sieht man, dass Cloud Computing mit Abstand der wichtigste Wachstumsmarkt ist im Vergleich zu anderen Themen mit, wie gesagt, knappen 40%. Und das ist sehr ausschlaggebend. Das zeigt, dass es nicht nur eine einmalige Sache ist, sondern dass wirklich die ganze Struktur und all das sich in die Cloud-Services bewegt. Jetzt nochmal sehr stark auf den Endkunden bezogen. Was sind so die Themen, die ihn am ehesten beschäftigen? Auch nochmal bezüglich Open Source die Thematik auch Lizenzen, dass hier extreme Kosten entstehen und natürlich versucht jetzt mit unterschiedlichen Lösungen die Kosten minimiert zu halten. Auf der anderen Seite wie immer Personalkosten, aber auch Softwarelösungen, die Kosten generieren. Und wir haben einfach auch festgestellt, dass wir mit Cloud Services natürlich diese Kostenblöcke auch reduzieren können. Also einfach nur, um das nochmal klarzustellen, die Personalkosten hier, es ist halt heute leider so, dass gerade die IT-Abteilungen sehr stark mit Daily Business beschäftigt sind und mit Arbeiten beschäftigt sind, die eigentlich nicht so quasi ihre Kernkompetenz sind. Und wenn wir ihnen mit Cloud-Services die Arbeit erleichtern, wo sie auf Knopfdruck eine ganze Infrastruktur aufbauen können, können sich diese Leute dann wirklich mit strategischen Themen beschäftigen, mit Weiterentwicklung und so weiter. Genau das, wofür sie eigentlich im Endeffekt dann eingestellt wurden, nämlich mit der ganzen Betreuung und mit der Analyse und Weiterentwicklung. Dann das finde ich noch eine sehr interessante Folie. Wenn man von Cloud spricht, ist der erste Gedanke sofort Kosten einsparen. Das ist auch klar, ist auch wichtig, das ist auch hier der Fall, aber es ist nicht Position 1. Position 1, das Wichtigste ist die Flexibilität, die Agilität. Das heißt, mit Cloud-Services kann man, wie gesagt, auf Knopfdruck Sachen generieren und auf Knopfdruck Sachen wieder abbauen. Das heißt, im Vergleich zur traditionellen IT ist das natürlich ein Quantensprung, wo ich mir Gedanken machen muss, okay, für welches Projekt brauche ich wie viele Ressourcen, wer kann die beantragen, was mache ich mit den Servern, wer betreibt die, wer installiert sie und so weiter. Die ganze Kette fällt eigentlich weg. Ich kann auf Knopfdruck eine IT-Infrastruktur aufbauen, diese verwenden, auf Stundenbasis bei uns abgerechnet und auf Knopfdruck wieder abbauen und genau dieses Projekt wird verrechnet und die Sache ist erledigt. Braucht man nicht lange vorher kalkulieren und monatelang recherchieren und aufbauen und dann sich um den Betrieb kümmern. Das ist eine der wichtigsten Aussagen, die auch wir als unseren, wie soll ich sagen, als großes Argument Richtung Interessenten immer wieder vorführen. Dann die letzte Slide noch bezüglich Markt und Trend. Was ist interessant für Endkunden? Natürlich sehr stark die Thematik Erfahrung und Referenzen. Der Cloud-Markt ist in der Schweiz auch unter Anführungszeichen neu. Das heißt, auch hier wirklich 5-10 Jahre Erfahrung im Cloud-Business, da gibt es keine Anbieter. Das heißt, auch hier sind dementsprechende Mitbewerber an Erfahrungen noch nicht so ausgereift wie bei anderen Services. Das liegt aber an der Thematik selbst. Wir können hier zum Beispiel sehr viel Erfahrung im Datacenter-Bereich und Connectivity mitbringen und das sind genau die Grundparameter für Cloud-Services. Das heißt, die Grundinfrastruktur können wir als Erfahrung mitbringen und auf genau das bauen. Und was noch extrem wichtig ist, und jetzt kommen wir zu dem Schweizer Faktor, das heißt, Daten bleiben in der Schweiz, aber auch die Frage aufgrund dem Faktor Swissness.
Da wurden Unternehmen gefragt, wie sie zu dem Faktor stehen. Und man sieht es jetzt klar und ziemlich eindeutig, also fast die Hälfte der Befragten sagen ja, sie stimmen ihnen ganz voll und ganz zu, dass Wissen ein großer Entscheidungsfaktor ist, und ein weiteres Viertel, dass es zutrifft, aber nicht zu 100%. Das heißt, wenn man es jetzt pauschaliert, sind so circa 3/4 der Schweizer Unternehmen sind überzeugt davon, dass Wissen eine Relevanz hat. Und genau das ist ein Thema, das wir auch ganz bewusst hervorstreichen wollen. Und wie gesagt, Datenschutz ist im Open-Source-Bereich natürlich immer ein sehr wichtiges Thema. Deswegen habe ich heute hier nochmal ein paar Slides zum Präsentieren. Datenschutz kann ich aber wirklich nur punktuell eingehen. Ich habe jetzt einen Case genommen und den möchte ich heute kurz präsentieren. Wir können dann gerne offline über die Thematik noch reden. Da gibt es sicherlich noch viele Fragen. Und zwar seit Ende April kursiert in den Schweizer Medien immer wieder so der Bericht mit dem Microsoft-Case, dass Microsoft eben Daten aus Irland und Amsterdam an US-Behörden ausliefern muss. Und die Thematik ist natürlich jetzt auch, ob jetzt Schweizer Daten auch betroffen sind. Und dieser Bericht jetzt damals von Computer World, mittlerweile gab es nochmal weitere Instanzen, die aber das gleiche Urteil entschieden haben, ist, dass die US-Behörden gesagt haben, okay, gut, das ist so. Wenn die US-Behörden und amerikanische Unternehmen dazu auffordern, Daten von ihren Servern abzugeben, dann ist das so. Und ich möchte einfach nur ganz kurz erläutern, warum das so ist. Da müssen wir in die Thematik einsteigen, und zwar den USA Patriot Act. Den kennen vielleicht manche von Ihnen, eben auch, weil das Thema in der Vergangenheit ziemlich breit in den Medien vertreten war. USA Patriot Act ist eine Abkürzung. Man sieht hier das Ausgeschriebene. Es handelt sich im Endeffekt darum, dass es ein Act ist, um Amerika dementsprechend zu vereinen und zu stärken, aber eigentlich, um ihnen Möglichkeiten zu geben, um den Terrorismus effizient zu bekämpfen. Das ist so der Hintergedanke. Das wurde direkt nach 9/11, wurde das in Rekordzeit verabschiedet und hat eigentlich nur einen Hintergedanken, nämlich den Datenschutz der normalen Bevölkerung oder des Unternehmens zu senken, um eben es Regierungsbehörden zu ermöglichen, leicht und schnell auf Daten zuzugreifen. Und genau das möchte ich ganz kurz erläutern, weil wir sehen nämlich hier, das ist der entscheidende Punkt, dass US-Behörden jederzeit die Möglichkeit haben, von US-Unternehmen Daten im In- und Ausland abzufragen. Das ist so die Kernaussage. Und wenn man sich jetzt überlegt, das ist rein nicht nur, ich meine, es wurde damals ja als Prävention für Terrorismus verwendet, aber aufgrund der Snowden-Affäre wissen wir, dass das Ganze sehr systematisch angewandt wurde. Es ist jetzt nicht so, dass es rein nur terroristische Aktivität im Hintergrund bekämpft, sondern eben vielmehr auch bezüglich, ich sage jetzt einmal, Wirtschaftsspionage und Ähnliches. Also ja, es ist möglich, dass US-Behörden US-amerikanische Unternehmen dazu auffordern, Daten abzuliefern, auch in der Schweiz. Der Punkt ist der, sie müssen es tun, aufgrund der amerikanischen Rechtsprechung. Faktum ist aber auch, dass die Schweizer Rechtsprechung das nicht erlauben würde. Das heißt, es gibt hier einen Graubereich, ein amerikanisches Unternehmen in der Schweiz, das Daten abliefern muss, wird entweder, jetzt kommen wir zur Tragödie, oder? Wird jetzt entweder aufgrund des amerikanischen Rechts strafbar oder aufgrund des Schweizer Rechts strafbar. Und wenn der Mutterkonzern amerikanisch ist, dann ist das wahrscheinlich naheliegend, dass die Daten eher transformiert werden. Dadurch, dass auch die Kunden nicht informiert werden dürfen und die Behörden nicht informiert werden dürfen, kann man gar nicht sagen, wie die Dunkelziffern im aktuellen Stand sind. Ich möchte auch nicht da zu weit hineingehen. Wir haben noch mal kurz eine Recherche gemacht, wie es in Europa aussieht. Wir haben hier natürlich eine andere Situation, aber es ist trotzdem so, dass Behörden von unterschiedlichen Ländern haben die Möglichkeit, auch im Ausland Daten einzufordern. Und das ist nochmal für uns ein bisschen so ein alarmierendes Beispiel gewesen. Vielleicht auch noch Deutschland als Ausnahme. Die machen es nämlich genauso, wie es eigentlich die Schweizer Rechtsgebung vorsieht. Es muss hier eine Kooperation auf Behördenebene stattfinden, damit das legitim ist. Und das war so ein kleiner Exkurs auch aus der Datenschutzthematik, wo wir einfach auch noch Interessenten mitgeben, dass wenn man ein Schweizer Unternehmen ist, das ist jetzt Swisscom technisch jetzt nicht viel anders, aber wenn wir jetzt als Schweizer Unternehmen auftreten mit eigener Datacenter-Infrastruktur, dass wir dadurch natürlich einen Mehrwert liefern. Ganz klar auch stark gegenüber großen internationalen Wettbewerbern, die dementsprechend international ihre Daten abgelegt haben. Was vielleicht noch ein Punkt ist, wenn wir jetzt auf die Thematik gehen, wo liegen die Daten überhaupt? Also wir kommen jetzt direkt zu dem Produkt, und wenn die Frage ist, okay, Cloud,
Mittlerweile hat Cloud auch einen anderen Fokus in den Köpfen der Menschen, aber bis dato war es so, Cloud heißt, die Daten liegen irgendwo in China, in Russland, in Amerika oder sonst irgendwo. Und das ist nochmal ein Punkt, wo sich heutige, nicht nur jetzt ISPs, generell Cloud-Anbieter differenzieren können, so wie wir es jetzt zum Beispiel auch tun, wo wir jetzt wirklich auch bewusst darauf hinweisen, okay, gut, wir haben 5 eigene Datacenter und die Daten befinden sich im Schweizer Datacenter und wir haben keinen Connex irgendwo in Datacenter in Russland oder ähnliches. Das heißt, das ist sicherlich nochmal ein Thema, das sehr relevant ist, das wir auch wirklich tagtäglich in den dementsprechenden Interessentengesprächen mitbekommen. Wir haben hier 4 Standorte. Jetzt am 23. Oktober öffnen wir das 5. Datacenter. Das ist ebenfalls hier in Lupfig. Das heißt einfach nur zur Orientierung. Es sind 4 Standorte mit 5 Datacenter, so die Thematik. Gut, kommen wir nun jetzt wirklich zum OpenStack-Thema und der ganzen Architektur. Wie haben wir die Lösung dargestellt oder wie haben wir sie aufgebaut? Wir sehen auf der einen Seite, wie gerade erwähnt, das Fundament von der ganzen Cloud-Lösung sind eigene Datacenter, eigene Infrastruktur. Darauf aufgebaut haben wir eben die OpenStack-Lösung, basierend auf, wir nennen sie so die 3 Kernkomponenten. Das ist einerseits die Compute-Thematik, bestehend aus Instanzen mit Virtual CPUs, mit RAM, mit Speicher, der direkt an diese Instanz gekoppelt ist. Das heißt, wenn diese Instanz quasi wie temporärer Speicher, wenn diese Instanz sterben sollte, stirbt auch dieser Speicher. Ist halt schneller zugänglich, günstiger und im Paket anbietbar. Wir haben auch persistenten Storage. Das ist genau das, was ja eigentlich für Kundendaten dann Relevanz hat. Da unterscheiden wir in Block Storage und Object Storage. Block Storage wird direkt an Instanzen gekoppelt. Object Storage ist so eine Art Virtual Drive, wo man von extern darauf zugreifen kann. Das sind so die Storage-Komponenten. Wichtig vielleicht noch, Compute, also sprich Rechenressourcen, kann man definieren, in welchem Rechenzentrum sie gelauncht werden. Storage wird gelauncht und wird automatisch auf 2 weiteren Rechenzentren repliziert, und zwar instant. Das heißt, da gibt es nochmal die Sicherheit, dass selbst wenn irgendeine Disk crashen sollte, dass es dann automatisch nochmal repliziert wurde. Dann, was vielleicht noch wichtig ist, ja, Netzwerkkomponenten, die typischen Netzwerkkomponenten, Sie können Netzwerke definieren, Router definieren, Sie können Security Policies definieren und so weiter. Wir werden das dann nachher dann noch in der Live-Präsentation sehen. Wichtig ist, dass das Ganze über APIs ansteuerbar ist. Das heißt, Sie können das Ganze über die vordefinierte das Webportal ansteuern, Sie können das Ganze auch über Command Line direkt konfigurieren oder ansteuern. Sie können aber auch über Ihre eigenen Kundensysteme, über diese offiziellen definierten Standards auf das System zugreifen. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das war auch für uns ein wichtiger Punkt, warum wir uns dafür entschieden haben. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal so ein bisschen die Kernfolie anschauen, auch von der OpenStack-Thematik her, ist auch der Grund, warum wir mit OpenStack gehen bei Green, ist sicherlich, weil OpenStack hat sich in letzter Zeit extrem etabliert. Sehr viele andere, sehr große Anbieter, jetzt natürlich neben Swisscom, aber wirklich groß internationale IBM, HP und ähnliches bauen auf OpenStack-Technologie. Das heißt, das ist jetzt ein Trend, der auch wirklich die ganz Großen erreicht hat. Für uns auch ganz wichtig die Thematik, wie gesagt, der offenen Standards. Dieser Vendor-Login, dass das eben bei OpenStack dann minimiert der Fall ist, ist auch klar. Dadurch, dass es keine proprietäre Lösung ist, können dann Endkunden und Benutzer quasi auf Knopfdruck ihre Services bei einem Provider runterfahren und bei einem anderen Provider hochfahren. Das ist ja der Grundgedanke, dass Kunden im Endeffekt frei sind und nicht gebunden sind an einen Provider und an ein System. Dann natürlich die kompletten Themen wie die Innovationsvorteile, Sicherheits- und Stabilitätsaspekte, Wissensaustausch, die ganzen Themen aufgrund der Community. Das ist für uns auch extrem wichtig. Und nochmal was Technisches, die Multi-Tier-Architecture, dass wir wirklich mit der Lösung ja auch nicht nur Single-Client-Lösungen, sondern wirklich auch parallele Instanzen aufbauen können und abhängig von dem Demand, wenn jetzt extrem viele Web-Requests reinkommen, dass dann das System, dementsprechend wie es konfiguriert ist, dann auch die Möglichkeit hat, in die Breite zu skalieren und auch wieder zu reduzieren, wenn die Anfragen wegfallen. Dann nochmal ganz kurz, auch aufgrund der Zeit, ganz kurz nochmal einen Überblick. Kommerzielle Vorteile, Kostenersparnis, davon gehen wir ja alle aus. Sofortige Verfügbarkeit und Skalierbarkeit, das werden wir dann nachher dann gleich in der Live-Präsentation nochmal sehen.
PSU-Go ist nochmal ganz wichtig in dem Aspekt. Wir haben, oder der Kunde hat die Möglichkeit, wirklich zu sagen, okay, ich launche jetzt 10 Server, dann werden die auf Stundenbasis verrechnet. Wenn er sie nach 36 Stunden wieder runterfährt, dann war es das. Dann hat er 36 Stunden mal 10 Server, die er verrechnet bekommt und sonst nicht mehr. Dann haben wir hier noch ein paar technische Themen. Wie gesagt, wir können wirklich definieren, auf welchem Datacenter werden Services gelauncht. Das heißt, ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, auf Datacenter 1 steht jetzt genau das Konstrukt und ich möchte jetzt auf Datacenter 2 das gleiche Konstrukt nochmal spiegeln, einfach damit der Kunde auch sein eigenes Redundanzkonzept aufbauen kann. Von den Standards haben wir schon besprochen. Es gibt dann noch eigene Themen, eigene Templates, sei es jetzt JSON-Scripts, sei es jetzt Hot-Templates, das werden wir dann nachher nochmal kurz sehen, wo es wirklich Ihre Infrastruktur vordefinieren können und auf Knopfdruck all das hochfahren können. Das betrifft jetzt Netzwerkkomponenten, Router, das betrifft Instanzen, das betrifft persistenten Storage, das betrifft eigentlich all das, was Sie definieren können, können Sie als Skript vordefinieren und können de facto dann auf Knopfdruck dieses Skript ausführen und die Maschine baut das dann parallel auf. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Faktor. Gut, und der letzte Punkt, weil ja auch die Frage war jetzt, in Thematik, okay, für wen ist das jetzt speziell von Vorteil? Also unabhängig davon, dass man mit der Lösung ja auch generelle Daily-Business-Sachen abbilden kann, ist für uns noch sehr relevant zu sagen, okay, es gibt gewisse Szenarien, wo es besondere Vorteile gibt. Eines davon ist der Computer-Aspekt, also ich sage jetzt mal hier Video-Rendering-Forschungsprojekte, die jetzt quasi für ein Projekt, das jetzt genau 2 Wochen dauert, genau dafür brauchen Sie jetzt Computer-Ressourcen von 100 Servern, dann können Sie die 100 Server auf einmal hochfahren und nach 2 Wochen wieder runterfahren. Dann das zweite Szenario sind typische Storage-Anwendungen, sei es jetzt temporär oder permanente Backup oder Storage-on-Demand oder Archiving-Thematiken. Dann Network und Traffic, das ist auch nochmal sehr interessant, also bei Streaming-Diensten zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Event haben und bei diesem Event wollen Sie ein Videofile, ein Musikfile zum Download oder direkt Livestreaming zur Verfügung stellen, dann haben Sie natürlich keinen Bedarf an Compute Power oder an Storage, aber Sie brauchen eine ziemlich große Bandbreite. Und genau das ist hier auch gegeben. Fast Deployment, so das Stichwort mit IT-Umgebungen. Immer wieder kommen Projekte, immer wieder will jemand einen Server oder 3 Server. Dann kann er so ein Template definieren, auf Knopfdruck die 3 Server hochfahren, Benutzerdaten weitergeben, fertig. Dauert 5 Minuten. Im Vergleich zu dem IT-traditionellen Verfahren ist das ein Quantensprung, was man hiermit abbilden kann. Und zu guter Letzt noch die High Availability und Disaster Recovery, wo Kunden ihren eigenen Standort in die Cloud hinein interpretieren oder spiegeln können oder das Ganze auch auf 2 Datacenter bei uns. So, jetzt habe ich bekannterweise überschritten. Wir würden jetzt an den Dieter Brack übergeben, der nochmal ganz kurz die Live-Präsentation vorführt und im Anschluss stehen wir gerne noch für Fragen bereit. Es sind noch 3 Kollegen vom Vertrieb von uns hier. Auf deiner Seite Philipp Brechbühl. Und dann noch der Alfred Siegfried und Bob Scherpenhusen, die können dann vielleicht im Anschluss noch ein paar Fragen im Detail erklären. So, okay. Sind wir drin? Wir haben hier schon verschiedene Projekte definiert. So stellt sich im Prinzip das Dashboard dar, wenn Sie sich einloggen bei uns auf der OpenStack Cloud. Und Sie sehen hier, das ist eine Green Cloud, aber eben es ist eine OpenStack Cloud basierend. Und dann haben Sie hier die verschiedenen Übersichten, was Sie bereits genutzt haben. Wie Herr Krauche schon gesagt hat, beschäftigen wir uns natürlich mal mit Instanzen, mit Volumes, also hier im Fall Block Storage und mit Netzwerken natürlich auch die Grundlage dazu bilden. Wir haben hier auch Object Storage und Orchestrations, eben das Heat Template, also das Hot Template im Prinzip, also das Heat Orchestration Template, dass Sie eine ganze Landschaft gleich mit einem Mausklick hochfahren können. Streif mal kurz die Gebiete hier. Ich weiß auch nicht, wie schnell das jetzt momentan ist. Also Sie können Instanzen launchen. Sie können hier
wie gesagt, Volumes dazu tun, also Block Storage. Sie können Ihre eigenen Images hochladen oder Snapshots von Ihren Images machen. Access and Security, das heißt sozusagen Firewall-Regeln, also Port-Regeln. Und hier vielleicht ganz kurz die Übersicht, wo Sie eben eine grafische Übersicht haben, was Sie bereits installiert haben, wie das ausschaut im Überblickbereich. Und Sie können natürlich Router dazu nehmen. Router heißt bei uns eben Verbindungsstück. Es hat keine Routing-Funktion, sondern es hat eigentlich Verbindungsfunktion. Wie gesagt, man kann die abgekürzte Version nutzen, dann sparen wir Zeit und Sie kommen schneller zum Mittagessen. Das ist ja sicherlich auch nicht verkehrt. Also wir können hier ein Hot-Template hochfahren, das wir hier laden. Können wir ein kleines, gebe ich mal einen Namen ein. Dann Feature setzen, Rollback, das heißt, wenn ich irgendeinen Fehler habe oder überhaupt das Ganze nicht mehr will, kann ich das Ganze zurückfahren auf Null sozusagen und das auch wieder automatisch logischerweise. Ansonsten müsste ich dann jedes einzelne löschen und durchklicken. Das kann hier auch das Ganze wieder automatisch runterfahren sozusagen. Also machen wir ein kleines Passwort noch dazu. Okay, gut, machen wir den Haken raus. So, jetzt fährt das Ganze hoch. So. Und wenn das so, jetzt wird das ein bisschen komisch angezeigt, aber man sieht es hier im Überblick, hier ein bisschen schlecht von der Darstellung, das ist wahrscheinlich die Auflösung, aber hier sehen Sie die einzelnen Elemente, die hochgefahren werden. Und wenn die hochgefahren sind, wird das auch angezeigt. Sie können das natürlich auch anders angucken. Sie können hier auf die Netzwerkübersicht gehen, da sieht man bereits, hier wurden schon bereits ein Netzwerk hochgefahren, Router hochgefahren, zwei Instanzen wurden hochgefahren und die sind eigentlich schon, wenn man das ein bisschen höher, jetzt kann man das wieder nicht, ach hier, schauen, die sind eigentlich schon in Betrieb, das heißt, die sind schon lauffähig. Man kann auch Instanzen angucken hier zum Beispiel, hier sieht man, sie sind aktiv, halt noch 0 Minuten, aber sie sind aktiv. Kann man auch drauf gucken zum Beispiel und eben den Übersicht schauen, was ist hier alles hochgefahren worden. Man kann Log angucken, man kann im Prinzip auch dann direkt auf die Konsole gehen. Müsste man, geht nicht immer, aber na. Ist noch nicht ganz da, aber Sie sehen dann die Konsole hier, dass der Server im Prinzip lauffähig ist. So. Also Sie haben gesehen, in eigentlich null Zeit haben Sie hier das Produkt lauffähig und zu Ihrem Nutzen bereit. Sind wir wieder hier. Gehen wir nochmal auf die Überblickseite. Und nochmal. Hat sich nichts verändert, also der Stack hier hat jetzt wirklich nur das ausgeführt. Aber Sie können hier natürlich sehr komplexe Netzwerke hochfahren und das dann nutzen. Und im Überblick hier sieht man dann auch, wie viel haben Sie schon genutzt. Also Sie können hier natürlich auch Compute Power schon bereits einkaufen und dann haben Sie ein gewisses Budget zur Verfügung. Und dann sehen Sie hier, wie weit Sie das Budget schon ausgereizt haben. Eben aufgrund der Zeit würde ich jetzt mal so sagen, das war es mal von meiner Seite. Sie sehen, das Produkt ist noch nicht so ganz überall da, aber wir sind kurz vom Launch und soweit ist alles da und funktioniert, ist auch getestet worden von unseren Partnern und sieht soweit gut aus. Fragen? Vielleicht auch die Info, technisch ist es einsatzbereit, das heißt, falls Sie Interesse haben, das Ganze zu testen, am besten einfach bei uns oder bei unseren Kollegen melden, dann können wir das gerne in die Wege leiten. Ansonsten Launch, wie gesagt, offizieller Launch steht unmittelbar bevor und kommen wir jetzt zu den
zeitlich minimierten Fragen. Ansonsten sind wir auch draußen und stehen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.